Morning Talk. Hallo, guten Morgen um 11 Uhr morgens. Gestern gab es keinen Morning Talk, weil es hat geregnet, aber wir haben nichts Besonderes gemacht. Wir waren in Sunshine City, das ist so eine Unterstadt. Da gibt es nur Geschäfte, deswegen dachte ich mir, ich nehme nichts auf. Heute haben wir 30 Grad, bestes Wetter wieder. Ich bin gerade im Ueno Park, hier hinten sieht man das Nationalmuseum. Wir gehen in den Zoo und dann gehen wir nach Akihabara. Vielleicht auch. Guck mal, da sind Affen. Ja, das sind Haustieraffen. Der geht mit denen Gassi. Hier ist auch ganz schön was los. Aber hier ist ja immer was los. Mann, ist hier mal nichts los. Nee, ich will den Schimpansen. So, wir sind im Zoo. Das ist die Schlange für die Pandas. Ich habe es schon gesehen am Fernsehen, dass sie ein Baby bekommen haben. Ich habe aber nicht gewusst, in welchem Zoo. Aber laut der Schlange hier ist es wohl hier. Und warten. Keine Ahnung. Es dauert 70 Minuten. Und die Schlange ist da hinten irgendwo. 70 Minuten, ja, eine gute Stunde. Mal gucken. Es wird wahrscheinlich nicht weniger. Wir gucken mal. Vielleicht wird es ja doch was. Und so wie ich das sehe, kostet es, glaube ich, sogar noch mal extra, wenn man zu den Pandas will. Ich weiß ja genau. Ja, wo verstecken sich da ist einer. Weg ist er. Da sind sie. Bei 30 Grad im Schatten, das ist richtig so. Da, da sind noch einer. Da ist auch noch einer. So, die Frau muss mal aufs Klo. Oh, sorry. Ich glaube, heute ist es sogar zu warm für das Zoo. Weil die Tiere haben alle ziemlich gar keine Lust. Und schlafen. Aber es ist auch wirklich sehr warm heute. Also so warm war es bis jetzt noch nicht hier. Also seit ich jetzt schon wieder da bin. Aber finde ich gut. Was ich noch sagen wollte, mein letztes Video wurde gesperrt. Vorgestern. Durch die FIFA. Irgendein Lied hat sie gestört und dann wurde es gesperrt. Ich guck mal, wenn ich wieder zu Hause bin, ob ich das Video irgendwie wieder aktivieren kann, aber von ihr aus kann ich nichts machen. Ich habe schon probiert, aber es geht gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich habe zwei E-Mails bekommen. Einmal, dass halt ein Lied urheberrechtlich geschützt ist, bla, das ist ja okay. Das bekomme ich ja immer, weil ich verdiene eh kein Geld mit den Sachen, von daher ist es ja egal. Aber das andere, dass die FIFA mich gesperrt hat, also das Video gesperrt hat wegen ihr, verstehe ich nicht. Da muss ich gucken zu Hause, weil, keine Ahnung. かわいいよね、ブレリーとか。犬なの？リシカ。リシカなんだ。でもね、なんか肉食かなんかなんだ、確か。だって草食べてるやつ。
凶暴なのでも意外と。そうだね。うわー。ちっちゃいね。そこにもいる、ほら。おー、何してんだろうね。葉っぱ食べんのかな。透けて見えるの。昨日夜も人間。Hier hinter dem Baum ist noch einer, aber irgendwie versteckt die sich. Schweinchen. Schweinchen. Achso, wir sind fertig hier mit Zoo. Wir sind jetzt hier im Ueno-Park, hier ist ganz schön was los. Da ist ein Fest, ein philippinisch-japanisches Fest. Sieht man das? So, und hier neben mir wird Magie gemacht. So. Wenn man es überhaupt sieht, ich habe keine Ahnung. Wir haben schon zwei Shibas gesehen. Da lang, ja. Das ist aber gut. Ja, ist schon viel los. Ich weiß eine philippinische Flagge. Ich habe ganz vergessen zu filmen. Wir sind in Akihabara. Es ist jetzt schon knapp 19 Uhr. Oder 20, nee, 20 Uhr ist schon fast. Und hier ist irgendwo eine Webcam. Jetzt laufen wir mal rüber, dass meine Eltern mich sehen. Oder kann ich bald gleichzeitig? Ja, doch kann ich. Ja, das hat meine Freundin gekauft. Also, wir sind wieder im Hotel. Wir waren ganz schön lange unterwegs, wir waren länger unterwegs. Wir haben geguckt von dem Schrittzähler. Wir haben mehr Schritte gemacht als im Disneyland. Heute. So, Akihabara. Ich habe nicht so viel aufgenommen. Ich wollte eigentlich mehr aufnehmen, aber ist ja egal. Es war sehr, sehr warm heute. Es war echt warm. Morgen soll es ein bisschen kühler sein. Und es ist bewölkt, das heißt, die Sonne batscht nicht so. Was ich ganz gut finde. Ich guck gerade, was da für Werbung läuft. Ja. Also, meine Freundin sagt, das soll ganz gut schmecken. Das ist irgendwas Amerikanisches. Das haben wir im Laden Don Quixote, so heißt der, gefunden. In Akihabara. Probiere ich nachher mal. Oder ich habe probiert, die sind eigentlich ganz gut. Das ist noch mein Mitternachtssnack. Melonenbrötchen oder Melonpan genannt. Das sind eigentlich, steht auch sogar da drauf. Steht da drauf. Melonenbrötchen. Na, wird irgendwie nicht. Melonenbrötchen. Die schmecken ganz gut. Dann für zu Hause. Kit Kat Sake. Aber das sind nicht die, was ich letztes Mal gehabt habe. Da ist, die sind mit Pfirsich. Also da ist irgendwas. Aber die nehme ich mit nach Hause. Die sehen so cool aus, dass ich die jetzt zu Hause ausprobiere. Dann eigentlich für Richards Freundin, die hat gesagt, sie sucht Pringles mit Knoblauch. Und ich habe gedacht, das ist Knoblauch, aber das sind Zwiebeln mit Peperoni. Jetzt weiß ich nicht, soll ich die essen oder soll ich sie mitnehmen? Ich überlege. Ich weiß es noch nicht. Und dann habe ich wieder eine neue Fanta gefunden. Das müsste doch Grapefruit sein, oder? Müsste. Weiß noch nicht. So, morgen geht's in den One Piece Tokyo Tower. Ich habe heute in der Akihabara schon ein paar Sachen gefunden. Achso, ich habe hier eine neue Hülle gekauft. Die kann ich euch gar nicht zeigen. Für mein Handy eine neue Hülle. Ich mache mein Handy zu, dann könnt ihr sehen hier. Das ist meine neue Hülle. Geil, gell? Schön. Weil meine Hülle war schon ganz kaputt, die alte. Ja, also ich habe ein paar Sachen gefunden in Akihabara. Wir waren nicht in allen Läden, wir waren einfach so kaputt und es war so warm.
ich habe mir ein paar Figuren habe ich so gesehen schon beim Vorbeilaufen, wo ich gesagt habe, die muss ich mir dann holen. Und wir haben einen Shiba Inu Café gefunden, das neu geöffnet hat im Januar. Da gehen wir auch die Tage, nicht morgen, vielleicht, ja, mal gucken. Bei Akihabara machen wir noch einmal, wo ich dann wahrscheinlich mein letztes Geld ausgebe, das ich noch habe. Aber ich habe echt noch voll viel. Ich habe noch gar nicht viel Geld ausgegeben. Echt nicht. Ich habe echt noch nicht viel Geld ausgegeben. Da gab es schon Japan-Besuche, wo ich zu der Zeit schon... Okay. Weniger Geld hatte. Ja, das war's eigentlich für heute. Ich werde jetzt mal gucken. Wie gesagt, wir gehen morgen in Tokyo Tower. Da gibt es ja das One Piece, den One Piece Laden. Da hat einer aufgemacht in Shibuya, da waren wir schon drin, aber ich habe gesagt, nee, ich bleib mal stark und hol nichts. Aber dort, traditionellerweise, man kann sich dort so Münzen kaufen, wo halt einer von den One Piece Leuten drauf ist. Da habe ich eigentlich immer eine mitgenommen und einen Magnet. Die zwei Sachen sind eigentlich schon geplant, bei Schul. Dann für einen Kollegen, der hat gesagt, er würde auch gerne was haben von One Piece. Oh, mein Akku sagt, er ist bald leer. Und das war's. Das war's. Dann am Donnerstag ist eigentlich der letzte Tag, am Freitag kommen wir wieder heim. Freitag um 11.10 Uhr oder so ist der Flug. Und um 18 Uhr irgendwas deutscher Zeit landen wir. Ja. Okay. Es war halt sehr warm. Ich bin echt kaputt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Außer es läuft wieder irgendein Lied, das die FIFA nicht mag. Tschüss.